Beim Teamtraining des FC St. Pauli am Mittwoch haben Fans ein Banner mit der klaren Botschaft "Say no to racism, you will never walk alone, Maurides und Dapo" angebracht. Dabei bezogen sich die Anhänger des Kiezclubs auf die unschönen Ereignisse im Nachgang des letzten Spieltags. Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag waren die beiden Spieler Maurides und Ola Dapo Afolayan in den sozialen Netzwerken rassistisch und homophob beleidigt worden. Der FC St. Pauli verurteilte die Beleidigungen sofort und auch der FCK distanzierte sich klar von den Beleidigungen und entschuldigte sich öffentlich bei den Spielern.